Kriege und Hungersnöte. Ein Dialog zwischen Mutter Maria und Schwester Claire. 16. Juli 2021. Worte von Mutter Maria und Schwester Claire. Gesprochen von Jackie. Claire begann: Möge der Herr euch ein scharfes Urteilsvermögen und vollkommene Freiheit von den Lügen religiöser Geister gewähren, die immer versuchen, die Wahrheit zu verzerren, besonders wenn sie das Reich Satans bedroht. Amen. Ich bin erstaunt, dass die Mutter von Jesus uns besucht, um uns zu instruieren. Ich bin jedoch noch mehr erstaunt darüber, dass ich kaum den Unterschied zwischen ihren und den Worten des Herrn erkennen kann. Es muss daran liegen, dass ihr Herz so vollkommen eins ist mit seinem. Etwas an ihr ist ihm einfach so ähnlich. Aber ich kämpfe gerade gegen einen Dunstschleier. Ich kann kaum etwas hören und sehen, und ich weiß nicht, ob dies die Opposition der Feinde Christi ist oder meine eigenen Unzulänglichkeiten. Aber ich weiß, dass ich unserem Herrn vertrauen kann, dass er mich auf die andere Seite bringen wird und dass er euch korrekte Botschaften zukommen lässt. Ich vermisse es einfach sehr, ihm nahe zu sein. Es gab ein paar Momente, wo wir zusammen getanzt haben und wo er mich gehalten hat. Das war so kostbar. Ich würde gerne an jene Orte zurückkehren. Sie sind sehr nährend und stärkend. Nun, so viele schreckliche Kriege und Hungersnöte werden entfesselt. Nigeria, Indien, Haiti, Kuba und Südafrika. Ich glaube, um den Marxismus einzuführen und der Erde die Freiheit zu nehmen. Bitte, liebe Familie, betet für sie, betet. Ich habe während des Rosenkranzes die Mutter Gottes angefleht, mir zu helfen, klar hören zu können. Mein Herz ist so schwer, ob all der Dinge, die vor sich gehen. Dann antwortete sie mir und sagte: Ich bin hier und ich höre deinen Hilferuf. So viele auf der ganzen Welt hungern und dies ist Absicht. Jetzt kommt es auch in dein Land. Deine Gebete für sie helfen viel. Bete oft für sie. Es ist so tragisch, Claire. Und das ist ein weiterer Grund, warum die Dinge beschleunigt werden müssen. Und hier spricht sie über die Entrückung. Mit jedem Tag, der vergeht, leiden und sterben mehr von diesen Unschuldigen an Krankheiten und Hunger. All dies wurde von jenen, die die Welt regieren, im Voraus geplant. Sie haben keinerlei Mitgefühl mit irgendjemandem außerhalb ihrer eigenen Kreise. Verzweifle nicht, deine Gebete sind effektiv und sie bringen jenen Trost, die keinen Trost bekommen. Dies ist ein weiterer Grund, warum ihr alle Vorbilder sein solltet in Sachen Mäßigung und Bescheidenheit, damit euch niemand beschuldigen kann, von den Armen zu stehlen. Die Armen sind das Geschenk Gottes an euch. Wenn ihr sie tröstet, wird der Herr dadurch selbst getröstet. Versäumt nie, ein gutes Werk zu tun, wann immer ihr könnt. Jede Kleinigkeit, die ihr tut, bringt ihm große Freude und Erfüllung und zeigt, dass ihr in der Tat Kinder eures himmlischen Vaters seid. Euer Herz verhärtet sich, wenn ihr jenen, die in Not sind, Trost und Hilfe verweigert. Wenn ihr über euch selbst wacht, indem ihr das, was ihr mit euren eigenen Mitteln für euch selbst tut, einschränkt, könnt ihr anderen, die in extremer Not sind, helfen. Das erweicht euer Herz und setzt das richtige Beispiel für andere.
Ich möchte deine tiefe Traurigkeit ansprechen, Claire. Wenn es einen anderen Weg gäbe, dies zu tun, hätte Jesus ihn bereits gefunden. Doch die Schichten der Korruption reichen so tief hinein in diesem Land, wie im Rest der Welt, dass die Zeit nun gekommen ist, um mit der Reinigung des Planeten Erde zu beginnen. Mutter, ich verstehe nicht, wie dieses herrliche neue Zeitalter kommen kann, von dem alle reden, während all dies vor sich geht und wir wissen, dass auch wir für die Zerstörung anvisiert werden. Man hofft auf das Beste. Man tut, was man kann und wartet den Rest ab. Ihr habt einen guten Führer mit Präsident Trump und er hat gute Entscheidungen getroffen. Aber es gibt einen Punkt, wo das, was tatsächlich passiert, die Gegenmaßnahmen bestimmt. Es gibt viele komplizierte Dynamiken, die abgewogen werden müssen zwischen Politik, Hungersnöten und Engpässen jeglicher Art. Es kommen so viele Dynamiken zusammen und es gibt keine einfache, klare Lösung. Vieles hängt davon ab, wie beeinträchtigt und geschädigt diese Nation im Moment wird. Das hat Priorität. Ich habe für unser Land gerungen, damit der Herr den Mächten, die für Satan arbeiten, nicht erlaubt, unsere Nation mit Atomwaffen anzugreifen. Aber es gab so viele Prophezeiungen. Und wir haben es so oft gesehen, dass es ein Wunder wäre, wenn wir ungeschoren davonkommen. Wir müssen jeden Tag um Schutz für uns und für unseren Präsidenten beten. Jeder hier in der Zuflucht betet dafür. Eines müsst ihr wissen, Jesus kommt wieder und ihr müsst die Menschen darauf vorbereiten. Ich bin wirklich verwirrt, wie ich all dies präsentieren soll, da ich schon einmal darüber gesprochen habe. Und was ich hier erwähne, ist die Verwirrung bezüglich dem tausendjährigen Friedensreich, von dem einige sagten, dass es bald kommen würde. Arbeite daran, Claire. Gib nicht so schnell auf. Bleibe beharrlich. Und ja, ich werde dir helfen. Danke, Mutter. Ich fühle mich im Moment so verloren, aber ich höre wieder jenen zu, die von dem großen Erwachen sprechen. Es hat viele Schichten und Dimensionen. Meine einzige Sorge ist, wo die Dämonen-Aliens reinpassen. Ihre Absicht und ihr Vorstoß, dass Gott in dieser Gleichung nicht gebraucht wird. Es wird auch von dem tausendjährigen Friedensreich gesprochen, aber das genaueste Geschichtsbuch der Welt legt die Abfolge der Ereignisse dar und sie wurden noch nicht komplett erfüllt. Dennoch ist diese Mauer der Unterdrückung etwas, das nur der Herr überwinden kann. Und ich weiß, dass er nicht zulassen wird, dass ich zu sehr geprüft werde. Ein Teil davon ist eine äußere Unterdrückung, die der Herr im Moment zum Trost anderer Seelen zulässt. Erinnere dich, dass wir schon einmal darüber gesprochen haben. Das ist übrigens das Kreuz von Simon. Der Herr hat eine Botschaft darüber gemacht, die diese Dynamik genauer erklärt und dass er zulässt, dass wir einen Teil dieses Kreuzes tragen können, was sich in Form von Leiden und Schwierigkeiten manifestiert. Tu dein Bestes, Geliebte, das tust du immer. Denk daran, es hängt nicht davon ab, ob die Menschen dich hören oder nicht. Es hängt von ihrer Reaktion ab, welche nicht in deiner Verantwortung liegt. Der Heilige Geist ist mit dir. Dir mag es an Glauben und Vertrauen fehlen, aber ich kann dir versichern, dass er mit dir ist.
In jenem Moment erhaschte ich einen Blick auf sein Gesicht, direkt vor mir, und ich konnte mir ein Lächeln nicht verkneifen, ein großes Lächeln, als ich erkannte, dass er bei mir ist. O Heiliger Geist, hilf mir!